Ich habe noch nie einen Mann mit so viel Würde sterben sehen. Lassen Sie sie nicht zu lang bei ihm. Schatz, ist Vater... Geht es Vater jetzt gut? Ja, mein Junge, es geht ihm gut. Es geht ihm sehr gut. Aber ich habe jetzt nur noch dich und du mich. Wir sind ganz allein. Mary, er wird sich freuen. Ach, der kleine Liebling, so ein schönes Geburtstagsgeschenk. Er wird der glücklichste Junge von Brooklyn sein, bis er das erste Mal davon runterfällt. Schatz! Ach, oh. Schatz, wo bist du? Hier, komm rein. Oh, Schatz. Du sieh mal, das Schwert hat Marys Bruder Mikey für mich gemacht. Und von Mary habe ich das Buch Die Abenteuer von Robin Hood und seinen Männern. Hör zu. Wegschufte! Finger weg von Jungfrau Marion. Wie viel ihr auch sein mögt, ich fürchte euch nicht. Weißt du was, Schatz? Du bist jetzt Jungfrau Marion und ich bin Robin Hood. Sie umringen uns, aber wie viele es auch sind, ich werde niemals von deiner Seite weichen. Und jetzt, Hilfe! Schatz, musst du schreien. Hilf mir, Robin Hood! Hilf mir, Robin Hood! Nieder mit dir, du Schuft, hab ich dich! Da, Robin Hood! Oh, na, was sagst du dazu? Oh. Na, gefällt's dir, mein Junge? Große Klasse. Oh, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mir das gewünscht habe. Das ist bestimmt, so habe ich mich noch nie gefreut. Gefällt es dir, Sadie? Haben wir das Richtige getroffen? Es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Da bin ich aber froh. Und du bist vorsichtig und passt auf, dass es nicht mit dir davon saust, nicht wahr? Lass nur, ich bin bestimmt der vorsichtigste Radfahrer von ganz Brooklyn. Da haben Sie mal keine Angst. Ich weiß nicht, das ist doch nicht ganz ungefährlich. Ich darf doch, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, weißt du? Mr. Hobbs und Dick müssen es unbedingt sehen. Die werden vielleicht Augen machen. Aber bitte sei vorsichtig. Warte, ich helfe dir. Lass nur, Mary, ich bin stark genug. Langsam, ich kann es alleine tragen. Jetzt fallen mir noch beide auf die Nase. Jetzt werdet ihr gleich was sehen, wenn ich davon klause. So, jetzt schreit auf. Wiedersehen, Schatz. Warte, deine Mütze. Und nun ab mit dir. Gib mir einen Schutz. So. Oh, ich fahre. Sehen Sie? Ja, ich bin wie ein Alter. Ich bin Platz da, jetzt komm ich. Guten Morgen, Mrs. McGillicuddy. Morgen, Sid. Na, wie geht's, mein Junge? Danke. Und Ihre armen Knochen, was machen die heute? Ach, sie tun lausig weh nach dem Unwetter von gestern. Ach, die ganze Nacht haben sie mich furchtbar gepiesackt. Ich lag da wie ein zusammengeschnürtes Paket. Das muss aber komisch ausgesehen haben. Aber heute ist ein schöner Tag zum Radfahren. Ja, es mag schon stimmen. Für die, die ein Fahrrad haben und damit fahren können. Hoffentlich kommen alle, die ein Fahrrad haben, bei dem schönen Wetter raus und fahren damit. Ach du lieber Himmel. Nun sag mir mal, wie du zu dem Fahrrad kommst. Es ist meins. Mein Geburtstagsgeschenk von Schatz. Ach, ist ja wunderhübsch. Darauf könnte sogar der Präsident fahren. Ja, es hat die allerneuesten Verbesserungen. Hört sich an, als ob die Glocken von St. Patrick's läuten. Oh, Sadie, du bist der beneidenswerteste Junge von der Welt. Ja, aber jetzt muss ich weiter.
Oh, Moment, fast hatte ich vergessen. Suchen Sie mir bitte einen Apfel aus. Ich drehe jetzt eine Runde und wenn ich wieder vorbeikomme, hole ich mir einen Apfel. Gut, gut. Was für eine Tracht, wie hat die Mami ihn fein gemacht? Wie nett er ist, nein, wirklich süß. Er hat nur leider zu große Füße. Hey, Bubi, wo willst du denn mit dem Eiswagen hin? Lass mich bitte vorbei. Lässt du uns auch mal ein bisschen strampeln? Nein, lass mich vorbei. Hast du Angst, dass ich dir dreckig mache? Nein, aber ich möchte selbst damit fahren. Mach bloß kein Flatter. Hey, Engländer, wie geht's dem guten alten London? Ich bin kein Engländer, ich bin Amerikaner. Wieso kannst du da nicht so reden wie wir? Mein Vater war ein Engländer, wenn dich das überhaupt was angeht. Deine Mutter ist eine ganz feine, was? Du, halt ja den Mund über meine Mutter. Mamas Liebling, Mamas Liebling, Mamas Liebling. Nimm die Hand von meinem Rad und geh mir aus dem Weg. Nimm bloß den Mund nicht so voll. Ich hab dich nur gebeten, wegzugehen. Geh doch, wenn du es dir wagst, du Feigling. Lass der sich ein. Weil wir anfangen sollen. Moment, Sedi, ich komm rüber, dann geben wir's denen. Schmeiß ihn hin! Na, wartet! Gib sie bloß! Achtung, du! Au, gemeines Biest! Hau ihm mal in die Fresse! Los, Dick! Hau ihm eine aufs Maul! Gut so, nimm dir den nächsten vor! Verflixte Blase, mach, dass ihr wegkommt! Wo musste der dazwischen kommen? Werden Sie fertig gemacht? Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Das war dafür, dass ich dich mit Mums angesteckt habe. Das hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Mensch, Sadie, wem hast du denn das geklaut? Habe ich zum Geburtstag bekommen. Prima, was? Ein Schwein muss man haben. Du darfst als Erster drauf fahren. Vor allen anderen. Danke. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. O'Brien. Ich habe nur meine Pflicht getan. Gewonnen hätten wir aber auf alle Fälle. Natürlich, ohne Zweifel. Ich wollte nur nicht, dass du zum Mörder wirst, darum. Weißt du was, Dick? Ich fahre einmal um Block. Dafür fährst du dann zum Laden von Mr. Hobbs. Vielleicht später. Ich muss mich gleich von meinem Bruder verabschieden. Wir fahren nach dem Westen. So, und wohin? Nach Texas? Nein, nach Chicago. Du, da würde ich aber gern mitfahren. Auf Mustangs reiten und auf Bären schießen. Na, die Zeiten sind wohl vorbei. Da drüben ist mein Bruder schon. Komm, Dick, sonst verpasse ich noch meinen Zug. Ich komme zum Bahnhof, Ben. In Ordnung? Und dann kommst du so schnell, wie du kannst, zu Mr. Hobbs gerannt. Okay. Wie wär's mit der kleinen Geburtstagsfeier? Mit Bonbons, Keksen und Limonade? Das wäre prima, Mr. Hobbs. Nur... Nur was? Wissen Sie, Dick wollte nämlich auch kommen. Und da meine ich eben... Ob wir nicht warten könnten. Na klar, dann warten wir. Oh, ich glaube, da habe ich was abgekriegt. Das wird eine Beule. Was lesen Sie da, Mr. Hobbs? Ja, sieh bloß, wie die sich aufführen. Die britische Aristokratie. Für die habe ich nichts übrig. Diese Lords und Earls tun so, als wären sie der Hand der Schöpfung. Mit ihren Adelskronen. Haben Sie denn schon mal was mit Earls zu tun gehabt? Oder Lords? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich würde dir noch nicht raten, in meinen Laden reinzukommen. Solch habgierige Tyrannen setzen sich nicht auf mein Marmeladenfass. Wenn sie es nicht müssten, wären sie vielleicht lieber selbst keine Lords. Oh, das bilden dir nur nicht ein. Die genießen das geradezu. Das steckt drin. Nein, nein, das sind üble Kerle. Ah, da bist du ja, Dick. Wir haben mit der Geburtstagsfeier auf dich gewartet. Oh, toll, mit Limonade und so. Das, Eddie, auf dein Wohl. Und bleib so, wie du bist.
Ich will mir Mühe geben, Mr. Hobbs. Nanu, Mary. Guten Tag. Komm heim, Liebling. Deine Mutter wartet schon. Mein Gott, wo hast du dir denn das Horn wieder geholt? Du bist schon alt. Tut mir leid, Mr. Hobbs, aber Sie hören's ja. Ich muss nach Hause. Ist Schatz irgendwas passiert? Mit Mutter ist alles in Ordnung. Es geht um dich. Was ist denn los, Mary? Stell mir jetzt bitte keine Fragen. Ich kann dir nur sagen, es geschehen die seltsamsten Dinge mit uns, komm. Verzeihung, Mrs. Errol, missachten Sie die hohe Stellung nicht, die Ihrem Sohn als Erbe zugefallen ist durch seines Onkels plötzlichen Tod, dem Bruder Ihres Mannes. Einfacher ausgedrückt, Mr. Havisham, Sie kommen, um mir meinen Jungen wegzunehmen. Mrs. Errol, bitte vergessen Sie nicht, ich bin nicht als Privatperson hier, sondern als Anwalt des Earl von Dorincourt. Der Earl von Dorincourt enterbte seinen Sohn und hat sich bis heute geweigert, seinen Enkelsohn anzuerkennen. Warum sollte ich also meinen Jungen hergeben? Wie es scheint, haben Sie mich missverstanden. Meine Anweisungen lauten dahin, dass Sie Ihren Sohn Lord Fauntleroy nach England begleiten. Ach, wirklich? Ich darf Sie jedoch daran erinnern, dass der alte Earl Ihnen nicht sehr freundlich gesonnen ist. Er ist ein alter Mann und hatte immer ein eingefleischtes Vorurteil gegen Amerika und die Amerikaner und hat sich, wie Sie wissen, Ihrer Heirat erbittert widersetzt. Er ist auch heute noch fest entschlossen, Sie nicht zu sehen. Sie werden im Pförtnerhaus wohnen und ein angemessenes Einkommen wird Ihnen zur Verfügung stehen. Die einzige Bedingung ist, dass Sie niemals das Schloss betreten, um Ihren Sohn dort zu besuchen. Oder auch nur durch die Parktore treten. Da kommt deine Schwester, Mary. Hallo, Bridget. Nanu, was ist denn los? Maggie, geht es so schlecht. Wir wissen nicht mehr, wo wir die Miete und was zu essen für die Kinder hernehmen sollen. Stör mich jetzt bitte nicht. Ich habe im Moment wirklich wichtigere Dinge im Kopf. Setz dich hin. Stör mich jetzt bitte nicht. Ich frage mich, was Ihr verstorbener Mann wohl dazu gemeint hätte, Mrs. Errol. Sie haben meinen Mann gekannt? Ja, ich kannte Captain Errol wirklich gut und hatte ihn sehr gern, wie wir alle. Und obwohl er Sie geheiratet hat, war er seiner Familie immer noch sehr verbunden. Ja, ich weiß. Er würde bestimmt zu würdigen wissen, was das bedeutet für Ihren Sohn und welche Möglichkeiten sich ihm öffnen. Ja? Sie haben recht. Mein Mann würde es gewünscht haben. Mr. Havisham, ich möchte es ihm selbst sagen. Lassen Sie mich die Art und Weise und den Zeitpunkt bestimmen. Er darf nie erfahren, dass sein Großvater mich hasst. Ich kenne meinen Jungen, das würde er ihm niemals verzeihen. Wie Sie wünschen. Wenn er erwachsen ist, wird er Ihnen dankbar dafür sein. Ich hoffe, dass der alte Mann gut zu ihm ist. Sonst wäre Sadie sehr unglücklich. Er ist immer geliebt worden. Das ist Mr. Havisham. Dein Großvater hat ihn den weiten Weg von England hergeschickt, um uns zu besuchen. Das ist aber nett, Sir. Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Verstehst du, Sadie? Vor einem Monat ist dein Onkel gestorben. Und dein Großvater ist nun ganz allein. Deshalb sollen wir zu ihm nach England kommen. Und weil er ein Earl ist und du sein einziger Erbe bist, bekommst du einen neuen Namen, Lord Fauntleroy. Und eines Tages wirst du der Earl von Dorincourt sein. Oh Schatz, muss das unbedingt sein? Meine Freunde sind's auch nicht und ich muss ein Earl werden? Ich fürchte, da kann man nichts machen. Denk nur, Sadie, wir fahren mit einem großen Schiff. Warum müssen wir beide nach England fahren? Ich möchte lieber hier bleiben. Oh. Was wird Mr. Hobbs dazu sagen? Sonst noch was, Madam? Wie viel kostet die Tafelbutter? 13 Cent das Pfund, Madam. 13? Die letzte hat doch nur 12,5 gekostet. Das muss schon letzten Monat gewesen sein. Heute kostet sie 13. Dann lassen wir die Butter. Wenn die Preise weiter so klettern, dann werden wir alle verhungern. Guten Tag. Vielen Dank, Madam. Na nun, Sadie, was denn passiert? Mr. Hobbs, über was haben wir gestern Vormittag gesprochen? Wissen Sie es noch? Wenn mich nicht alles täuscht, sprachen wir über England. Ja, ganz recht. Und über Earls, wissen Sie es noch? Oh ja, über diese Taugenichts haben wir gesprochen. Stimmt genau. Und Sie haben gesagt, Sie wollen nicht, dass einer auf Ihrem Marmeladefass sitzt. Ja, das habe ich. Und ich habe es auch so gemeint. Es wäre besser, Sie lassen es bleiben. Mr. Hobbs,
Es sitzt aber schon ein Earl drauf. Was? Ja, ich bin einer. Oder wenigstens werde ich mal einer sein. Nehmen Sie es mir nicht übel, Mr. Hobbs. Es ist die Hitze. Es ist ein sehr heißer Tag. Tut dir was weh? Wie fühlst du dich? Nein, wieso? Mir geht's gut. Es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit, Mr. Hobbs. Mr. Havisham, ein Anwalt, ist extra von England rübergekommen, um es uns zu sagen. Mein Großvater hat ihn geschickt. Wer ist dein Großvater? Ich glaube, das könnte ich mir niemals merken. Ich hab's aufgeschrieben. John Arthur Molyneux Errol, Earl von Dorincourt. Das ist sein Name. Und er wohnt in einem Schloss, in zwei oder drei Schlössern vielleicht auch. Alle seine Söhne sind jetzt tot. Darum werde ich Earl, verstehen Sie? Jetzt bin ich Lord Fauntleroy. Also, ich bin beschickert. Einer von uns beiden hat einen Sonnenstich. Nein, nein, wir haben keinen. Wir werden das Beste daraus machen, Mr. Hobbs. Wie heißt du jetzt? Sag's nochmal, Sadie. Cedric Errol, Lord Fauntleroy. Also, ich bin beschickert. Du liebe Zeit. Furchtbar, wenn es wirklich so wäre. Und du kannst dich nicht irgendwie drum drücken? Ich fürchte, nein, Mr. Hobbs. Schatz sagt, mein Vater hätte gewünscht, dass ich's tue. Aber ich werde wenigstens versuchen, ein guter Earl zu werden. Ich werde bestimmt kein Tyrann, Mr. Hobbs. Und wenn Sie nochmal Krieg gegen Amerika machen, werde ich ihn verbieten. England ist sehr weit weg, nicht wahr? Auf der anderen Seite vom Ozean. Das ist das Schlimmste dran. Vielleicht werden wir uns lange nicht mehr sehen. Das wird ganz furchtbar, Mr. Hobbs. Nun ja, die besten Freunde müssen sich mal trennen. Unser amerikanisches Essen kommt Ihnen sicher merkwürdig vor, Mr. Havisham. Ein wenig, Madam. Es scheint, sind die Brötchen hier Biskuits und die Biskuits sind Kekse. Aber gekocht wird ausgezeichnet. Und übrigens, die hübsche Gesellschaft macht deine Mahlzeit zum Vergnügen, nicht danke, das Essen. Danke, Mr. Havisham. Wenn du erst Earl bist, wirst du die köstlichen Diners in einem der schönsten Schlösser von England geben. Wissen Sie, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was ein Earl ist. Wenn man nun aber einer werden soll, müsste man es doch wissen. Würden Sie es mir bitte erklären, Mr. Havisham? Nun, im Allgemeinen wird jemand zum Earl gemacht, wenn er seinem Land einen besonderen Dienst erweist oder eine tapfere Tat vollbringt. Oh, bei uns wird der Präsident. So, werden so eure Präsidenten gewählt. Ja, Sir. Wenn ein Mann sehr viel weiß und gut ist, machen wir ihn zum Präsidenten. Dann gibt's am Abend einen Fackelzug, Musik und man spricht von nichts anderem. Ich habe immer gedacht, vielleicht werde ich später Präsident, aber niemals, dass ich mal Earl werde. Nun, zwischen beiden ist doch ein ziemlicher Unterschied. Ein Earl ist gewöhnlich ein Mann aus sehr altem Geschlecht. Was heißt Geschlecht? Ja. Aus sehr alter Familie, unwahrscheinlich alt. Ach so, das ist wie bei meiner Apfelfrau. Die ist schon fast 100 Jahre alt. Die ist von so altem Geschlecht, dass man sich wirklich wundert, dass sie überhaupt noch aufstehen kann. Sie tut mir leid, weil sie so ein altes Geschlecht hat und dabei so arm ist. Sie hat mir gesagt, wenn ein Unwetter kommt, ist es besonders schlimm. Ich meinte mit altem Geschlecht nicht hohes Alter, mein Junge. Der erste Earl von Dorincourt wurde bereits vor Hunderten von Jahren zum Earl gemacht. Donnerwetter, da haben wir aber eine alte Familie, was? Ja, es scheint so. Viele Earls sind sehr tapfere Männer gewesen und haben in großen Schlachten gekämpft. Das möchte ich auch gern tun. Mein Vater war Soldat und ein sehr tapferer Mann. So tapfer wie George Washington. Ich bin froh, dass Earls tapfer sind. Das werde ich Mr. Hobbs sagen. Würden Sie mich bitte einen Moment entschuldigen? Da ist jemand draußen. Aber selbstverständlich. Du wirst bald merken, dass es Vorteile hat, ein Earl zu sein. Manche von Ihnen haben eine Menge Geld. Das ist natürlich prima. Ich möchte auch gern viel Geld haben. Ah ja. Wozu? Es gibt eine Menge, was man nur machen kann, wenn man viel Geld hat. Wenn ich furchtbar reich wäre, würde ich für die Apfelfrau einen richtigen Obststand kaufen. Mit einem Ofen. Und einen warmen Mantel, damit dir die armen Knochen nicht mehr so wehtun.
Was würdest du sonst noch machen, wenn du reich wärst? Dann würde ich Schatz alles kaufen, was sie haben möchte. Schatz? Ich sag zu Mutter Schatz, wie es Vater getan hat. Aha. Und dann wäre da noch Dick. Wer ist Dick? Dick ist Schuhputzer. Dem würde ich ein paar Sachen zum Anziehen kaufen. Und die beste Schuhwichse, prima Bürsten. Und alles, was er braucht, damit aus ihm was wird. Wem würdest du noch beschenken? Mr. Hobbs würde von mir eine goldene Sprungdeckeluhr bekommen. Nun verrate mir mal, was du dir selbst kaufen würdest, wenn du viel Geld hättest. Es gibt doch sicher irgendwas, von dem du schon immer geträumt hast. Ja. Ein Pony. Aber so viel Geld habe ich bestimmt niemals in meinem Leben. Es tut mir wirklich leid. Eine arme Frau war gerade da, die mich um Hilfe gebeten hat. Du meinst Bridget? Ja, mein Junge. Wenn wir ihr bloß richtig helfen könnten. Sie hat 5 Kinder und ihr Mann ist krank und arbeitslos. Er hat in beiden Armen Rheumatismus und das tut bestimmt erbärmlich weh. Als ich das letzte Mal mit dem Earl sprach, hat er mich ausdrücklich gebeten, falls du irgendeinen Wunsch hast, möchte ich ihn dir sofort erfüllen. Ich gebe dir fürs erste Mal 5 Pfund. Das sind nach eurem Geld, lass mich mal schnell überlegen, ja, $25. Wenn du das nicht für dich, sondern für die arme Frau nehmen würdest, würde das deinen Großvater sicher sehr freuen. Geben Sie es mir auf der Stelle? Dann laufe ich sofort hinter Bridget her. Mhm. Ich darf es dir doch geben. Oder willst du es tun? Nein, nein, geh nur. Bridget! Bridget, warte einen Augenblick! Hier, das Geld hat mir mein Großvater für dich geschenkt. Das war viel Geld, Mr. Havisham. Wir haben nie viel gehabt, wissen Sie. Ich frage mich, ob es richtig ist, ihn jetzt mit einem Mal so zu verwöhnen. Er ist doch noch ein Kind. Mir wird ein bisschen Angst. Er wird so bleiben, wie er immer war. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich kann's nur hoffen. Ich will nicht, dass er verdorben wird durch das, was ihn erwartet. Sie hat geweint. Sie hat gesagt, sie weint vor Freude. Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch vor Freude weinen kann. Mein Großvater muss ein sehr guter Mann sein. Wissen Sie was? Es macht viel mehr Spaß, als ich mir gedacht habe, Mr. Havisham. Ja, wirklich. Ich bin beinahe froh, dass ich mal ein Earl werde. Wir werden unser Haus nicht so schnell vergessen, nicht wahr? Dafür war es viel zu schön hier. Ja, Sadie, es war sehr schön. Ich wollte Ihnen Lebewohl sagen. Ich muss ja nun ein Earl werden, aber das macht nichts. Immer wenn ein Gewitter kommt, werde ich an ihre armen Knochen denken. Oh, nicht mehr nötig. Mit dem schönen Ofen von dir werde ich noch mal ganz gesund werden. Behalte dein gutes Herz. Ich würde dich gern zum Abschied küssen. Machen Sie es doch. Hier ist noch ein Apfel für unterwegs, mein Kleiner. Danke, das ist aber lieb von Ihnen. Nein, 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 lass du dein Geld nur stecken. Ich wollte sagen, tu's ins Sparschwein. Aber du bist ja jetzt ein reicher Mann. Nochmals vielen Dank und auf Wiedersehen. Werden Sie gesund. Auf Wiedersehen, mein Engel. Muss ich fahren. Tja, also dann. Mach's gut, Dick. Und du auch. Mach's gut. Dann auf Wiedersehen, Dick. Und ich wünsche dir auch alles Gute fürs Geschäft. Das läuft wie eine Eins. Du darfst mich ruhig anpumpen, wenn du mal pleite bist. Behalt du lieber alles für dich. Ich wünsche dir viele schmutzige Stiefel zum Putzen, Dick. Was soll man dir wünschen? Ich hoffe bloß, du wirst ab und zu an uns denken, wenn du erst drüben bist.
weit weg von uns allen. An dich werde ich immer denken, Dick. Ich schreibe dir gleich und du musst mir antworten. Dahin musst du die Briefe schicken. Weißt du, es ist so blöde, dass du weg musst von hier. Sie werden gut auf ihn aufpassen, nicht wahr, Mister? Ich kann mich jetzt leider nicht mehr um Sadie kümmern. Oh, beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen. Es ist für dich zum Andenken. Die feinen Leute putzen sich doch immer mit dem Tuch die Nase. Oh, Dick, das war aber eine prima Idee. Und so schön groß ist es. Ich werde es immer benutzen. Hab vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber, Dick. Also dann, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Würde es Ihnen viel ausmachen, wenn Sie nicht mit reingehen? Ich glaube, es wäre besser. Hm? Ja, geben. Ich werde hier warten. Das ist für Sie, Mr. Hobbs. Es wird fein aussehen, wenn Sie draus rauchen. Weißt du, Sadie, dass ich mir schon immer so eine schöne Pfeife gewünscht habe? Aha. Das hier ist mein wirkliches Geschenk, Mr. Hobbs. Sie müssen sie rumdrehen. Da steht was drauf. Ich hab's extra draufschreiben lassen. Nun lesen Sie es doch schon. Von seinem ältesten Freund, Lord Fauntleroy, für Mr. Hobbs. Weit weg von dir, aber immer bei dir. Weit weg von dir. Aber immer bei dir. Ich wollte nicht, dass Sie mich vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Hoffentlich wirst du mich nicht vergessen zwischen deiner britischen Aristokratie. Ich vergesse Sie niemals, ganz egal, wo ich bin. Ich hoffe, Sie kommen mich mal besuchen. Mein Großvater würde sich bestimmt freuen, wenn Sie kommen. Sie nehmen es ihm nicht übel, dass er ein Earl ist, nicht? Ich meine, Sie würden doch trotzdem kommen, wenn er Sie darum bittet. Doch, doch, das würde ich schon tun. Was wird mir anders übrig bleiben? Ist das Schloss Dorincourt, Schatz? Nein, das ist nur das Pförtnerhaus, wo deine... Da ist Mary. Da bist du ja, mein Liebling. Ich bin so froh, dass du vor uns da warst, Mary. Man fühlt sich gleich nicht mehr so fremd, wenn du uns begrüßt. Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Glück in Ihrem wunderschönen neuen Heim. Das ist Mrs. Baines, die Köchin, und das ist Susan, das Stubenmädchen.
Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, Madam, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Wir werden uns sicher gut verstehen. Ich darf mich verabschieden. Die Kutsche wartet, um mich zum Schloss zu bringen. Ich muss dem Earl ihre Ankunft melden. Aber Sie nehmen ihn doch nicht mit. Wenigstens bis morgen früh möchte ich ihn bei mir behalten. Nun, ich glaube nicht, dass seine Lordschaft seinen Enkelsohn heute Abend noch erwartet. Ich werde ihn morgen früh abholen. Wie soll ich ihm bloß sagen, dass wir nun nicht mehr zusammen leben werden? Ich weiß, ich bin ein Feigling. Ich habe es, wer weiß, wie oft versucht. Aber es ist das Bitterste und Schwerste, was je von mir verlangt wurde. Und sagen Sie bitte seiner Lordschaft, ich möchte auf das Geld lieber verzichten. Sie meinen die Summe, die er Ihnen monatlich aussetzt? Ja, ich habe selbst so viel Geld, dass ich bescheiden davon leben kann. Das Haus muss ich selbstverständlich annehmen, weil ich so in der Nähe meines Jungen bleiben kann. Dafür bin ich ihm dankbar, aber... Er wird sehr ärgerlich sein. Ich glaube nicht, dass er Sie begreift. Ich denke, er wird es verstehen. Er wird sich doch sagen, dass ich kein Geld von einem Mann annehmen kann, der mich so furchtbar hasst, dass er es fertig bringt, mir mein Kind wegzunehmen. Gut, ich werde es ihm sagen. Also, mir gefällt's hier gut. Dir auch, Schatz? Sadie, hör zu. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich weiß, du wirst es nicht verstehen. Aber du musst mir glauben, wie du es immer getan hast, wenn ich dir sage, dass es so am besten ist. Morgen früh bringt Mr. Havisham dich zu deinem Großvater. Und du lebst dann bei ihm im Schloss. Aber ich werde nicht mitkommen, mein Kind. Ich werde hier in diesem hübschen Haus bleiben, zusammen mit unserer Mary. Aber Schatz, du meinst doch nicht, du kannst doch nicht meinen, dass wir zwei nicht mehr zusammen sind, so wie wir es immer wollen. Oh nein, das geht nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht. Bitte, ich will nicht. Nicht weinen. Du musst jetzt vernünftig sein und sehr tapfer. Frag jetzt nicht, warum das so ist. Später wirst du alles viel besser verstehen. Es ist das Beste, so wie es ist. Glaub mir, es gibt gute Gründe dafür. Du meinst, du möchtest es so, dass ich weggehe von dir? Aber nein, mein Junge. Nur schau mal, du wirst ja jetzt langsam erwachsen. Und da müssen wir einander helfen und vertrauen, ohne immer so viele Fragen zu stellen. Und noch was, Sadie. Dein Großvater liebt dich und will, dass du ihn wieder liebst. Er ist so gut. Er möchte, dass du die Menschen glücklich machst und dass du selbst glücklich wirst. Aber Schatz, wenn du nicht bei mir bist, wie soll ich da glücklich sein? Aber du bist doch nicht für immer von mir getrennt, Dummerchen. Ich wohne doch nicht weit vom Schloss weg. Du wirst mich jeden Tag besuchen. Dir wird's im Schloss gefallen. Und immer wenn dort was passiert, dann wirst du gleich zu mir gelaufen kommen und es mir erzählen. Du wirst sehen, was wir für einen Spaß zusammen haben. Und vielleicht entdecken wir ein Geheimnis. Wir beide. Vielleicht gibt es einen verborgenen Schatz. Ja, ja. Und wenn wir ihn finden, sagen wir keinem was davon. Ich fange gleich morgen an und suche. Und wenn es dunkel wird, weißt du, was ich da mache? Da werde ich eine Kerze in mein Fenster stellen. Wenn du die siehst, weißt du, dass ich immer da bin. Guten Abend, Sir. Hallo, Merrick. Wie geht es seiner Lordschaft? Er ist in bester Stimmung, Mr. Havisham. Ich soll allen Pächtern kündigen, die ihre Pacht nicht bezahlen. Ah, das dürfte doch eine Aufgabe nach Ihrem Geschmack sein.
Oh, Sie sind wieder zurück, Sir. Na, Purvis, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Oh, Sir, ich freue mich, Sie zu sehen. Dummkopf, Idiot! Tu, was man dir sagt und bring, was ich verlangt habe. Wieder die Gicht? Und wie, Sir? Die letzten Wochen waren die schlimmsten, die ich jemals erlebt habe. Trottel, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst aufpassen, wo du hintrittst? Du bist schon wieder an das Polster gestoßen. Raus! Ich kann beim besten Willen nicht mehr, Mr. Purvis. Das hält kein Mensch aus. Er schnauzt mich an, beleidigt mich, flucht wie ein Stallknecht. Und es ist nicht nur heute, immer ist es so. Du hast ihm 52er Portwein gebracht. Er zieht nun mal den 54er vor. Wie soll ich das wissen, wenn er es nicht sagt? Jetzt weißt du es. Bring die andere Flasche. Ihm täte doch was anderes gut, als in diesem Zustand Portwein zu trinken. Sie und Ihre Armen, ich habe genug davon. Ich kann nicht jedem Portwein in der Gemeinde Nahrung und Unterkunft geben. Ich will auch nicht. Pfarrer Mordend ist bei ihm, Sir. Ich habe genug eigene Sorgen, ohne Ihre Gefühlsduselei. Gute Nacht. Ich gehe schon. Gute Nacht, Mylord. Oh, verzeihung. Guten Abend, Mr. Havisham. Guten Abend, Mordend. Mr. Havisham, Mylord. Havisham, wieder zurück, ja? Wie Sie sehen. Schieben Sie mir mal das Kissen weiter drunter. Ach, Vorsicht, Herr Wisch, im Schmerz, scheußlich. Ruhig, Dougal. Er hilft mir nur. Also, was gibt's für Neuigkeiten? Lord Fauntleroy und seine Mutter sind vor 2 Stunden mit mir im Pförtnerhaus angelangt. Sie sind beide wohlauf. Also, und was noch? Der Kleine bleibt heute Nacht noch dort. Ich bringe ihn morgen Vormittag aufs Schloss. Weiter, was für ein Junge ist er? Die Mutter lassen Sie nur. Mich interessiert bloß der Junge. Was macht er für einen Eindruck? Den Charakter eines 9-jährigen Kindes zu definieren, ist ziemlich schwierig. Dummkopf, hä? Frecher Bengel, Ich verstehe nicht viel von Kindern, aber ich halte ihn für einen feinen Kerl. Gut gewachsen, hoffentlich. Er ist offensichtlich gesund und gut entwickelt. Kriegt man keinen Schreck, wenn man ihn ansieht. Recht hübsch für einen Jungen, Mylord. Ah ja? Obwohl ich das kaum beurteilen kann. Sie werden ihn vielleicht ein wenig anders finden als die meisten englischen Kinder. Daran zweifle ich nicht. Amerikanische Kinder sind die unverschämtesten und miserabelst erzogenen der Welt. Das habe ich oft genug gehört. Unverschämt würde ich in seinem Fall nicht sagen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass er meist nur mit älteren Menschen zusammen war. Ich würde sagen, dass er vielleicht ein bisschen altklug ist und doch sehr kindlich. Wusste ich's doch. Unverschämte schlechte Manieren. So würde ich das nennen. Ich habe Ihnen noch eine Botschaft von Mrs. Errol zu überbringen. Ich will keine Botschaft von ihr. Je weniger ich von ihr höre, umso besser. Diese ist doch sehr wichtig. Sie zieht es vor, auf den monatlichen Betrag, den Sie ihr zahlen wollen, zu verzichten. Was sagen Sie da? Ich höre wohl nicht recht. Sie sagt, das geht nicht. Dazu wären die Beziehungen zwischen Ihnen nicht freundlich genug. Nicht freundlich? Nein, Sie waren nicht freundlich. Eine gewinnsüchtige Amerikanerin. Mylord, sie hat um nichts gebeten. Wie können Sie sie gewinnsüchtig nennen? Das tut sie doch nur um der Wirkung willen. Damit will sie mich doch nur verleiten, sie kennenlernen zu wollen und ihre Haltung zu bewundern. Aber ich werde es nicht tun. Sie soll das Geld haben, ob sie es will oder nicht. Sie wird keinen Gebrauch davon machen. Ob sie es ausgibt oder nicht, ist mir gleich. Sie wird es zugeschickt bekommen. Soll sie den Leuten vielleicht erzählen, sie muss wie eine Bettlerin leben, weil ich nichts für sie tue? Den Jungen hetzt sie sicher gegen mich auf und vergiftet sein Gemüt. Nein. Ich habe noch eine Botschaft, die beweist, dass sie es nicht tut. Ich will nichts hören. Sie bittet sie, dass sie Lord Fauntleroy nicht merken lassen, dass er nur deswegen von seiner Mutter getrennt wird, weil sie ein Vorurteil gegen sie haben, Mylord. Sie meint, er würde das nicht begreifen und könnte sich vielleicht vor ihnen fürchten. Zumindest könnte der Junge sie dadurch weniger mögen und sie möchte, dass er seinen Großvater aufrichtig liebt. Kommen Sie, Havisham, kommen Sie. Sie meinen, die Mutter hätte ihm nichts erzählt von mir? Nicht ein Wort, Mylord. Der Junge hat bis jetzt aber auch nicht den leisesten Zweifel an ihrer Vollkommenheit. Er ist bereit, sie für den liebenswertesten aller Großväter zu halten und betrachtet sie schon jetzt als ein Wunder an Großzügigkeit. So. Tut er das? Ich bin der Meinung, dass der Eindruck, den Sie auf den Jungen bei der ersten Begegnung machen werden, bloß von Ihnen selbst abhängen wird. Und ich bin sicher, dass Sie besser mit ihm zurechtkommen, wenn Sie es sich verkneifen, geringschätzig von seiner Mutter zu sprechen. Papa la Papp, der Junge ist erst 9.
Aber er hat diese 9 Jahre an der Seite seiner Mutter verbracht. Ihr gehört seine ganze Liebe. So ein Bengel. Er hält mich für großzügig. Purvis, das ist Lord Fauntleroy. Freut mich, Lord. Guten Tag, wie geht's? Ah, gut, danke der Nachfrage, Lord. Oh. Darf ich bitten? Das ist Lord Fauntleroy, Mrs. Mann. Lord Fauntleroy, das ist Mrs. Mann, die Beschließerin. Freut mich, Ma'am. Ich würde seine Lordschaft überall erkennen, Sir. Er sieht aufs Haar wie sein Vater aus. Oh, waren Sie es, die Katze rübergeschickt hat? Das war wirklich nett von Ihnen, Ma'am. Guten Tag, Miss. Wie haben wir auf diesen Tag gewartet, Sir? Wo ist seine Lordschaft? In der Bibliothek. Lord Fauntleroy soll allein zu ihm reinkommen. Lord Fauntleroy, Mylord. Dougal, bleib hier. Du bist aber ein hübscher Kerl. Bist du der Earl? Dann bist du nämlich mein Großvater und ich dein Enkelsohn. Ich bin Lord Fauntleroy. Sprichst du immer so wenig? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Aha. Du freust dich also? Ja, sicher, sehr. Ich habe mir oft überlegt, wie du wohl aussiehst und ob du Ähnlichkeit mit meinem Vater hast. Und habe ich Ähnlichkeit mit ihm? Oh, weißt du, sehr ähnlich siehst du ihm nicht, wirklich nicht. Du bist wohl jetzt enttäuscht, ne? Oh nein, wieso? Man freut sich doch, wenn man seinen Großvater kennenlernt, auch wenn man ihn sich anders vorgestellt hat. Das verstehst du doch sicher, wo du deine Verwandten ja auch so gern hast. Hä? Da bin ich nicht so sicher. Weißt du, ich glaube, jeder Junge würde seinen Großvater lieben, wenn er so freundlich zu ihm war wie du zu mir. Bin ich freundlich zu dir gewesen, ja? Ja, und wie? Ich bin dir sehr dankbar, wegen Bridget, der Apfelfrau und Dick. Bridget, Dick und die Apfelfrau? Ja, sie waren gute Freunde von mir. Die habe ich nämlich von deinem vielen Geld beschenkt. Du weißt schon, das Geld, das mir Mr. Havisham von dir gegeben hat. Und dass du ausgeben solltest, wie es dir gefällt. Und du hast das alles für diese 3 ausgegeben. Bridget, Dick und die komische Apfelfrau. Ja, und dann hat Mr. Hobbs eine Sprungdeckeluhr und eine Pfeife bekommen. In die Uhr habe ich was reinschreiben lassen. Ein Spruch, weit weg von dir, aber immer bei dir. Meinen Mr. Hobbs werde ich furchtbar vermissen. Und wer ist Mr. Hobbs? Unser Lebensmittelhändler. Bei ihm gab es den besten Zwieback von der Welt. Er ist mein bester Freund. Du glaubst nicht, wie schlau Mr. Hobbs ist. Er kann die Unabhängigkeitserklärung ganz aufsagen und macht keinen Fehler. Oh. Was ist los? Mir ist eben eingefallen, dass du sicher nicht gern was über die Unabhängigkeitserklärung hörst. Ich habe vergessen, dass du Engländer bist. Du hast schon vergessen, dass du auch ein Engländer bist, nicht wahr? Nein, ich bin Amerikaner. Du bist ein Engländer. Dein Vater war Engländer. Leider muss ich widersprechen.
Aber man ist Amerikaner, wenn man in Amerika geboren worden ist. Du willst behaupten? Nimm's mir bitte nicht übel, aber es ist so. Wenn es nochmal Krieg gibt, muss ich auf der Seite von Amerika sein, sagt Mr. Hobbs. Aber ich habe ihm versprochen, wenn es nochmal Krieg gibt, dass ich ihn verbieten würde. Ja, du würdest ihn verbieten. Das Abendessen ist serviert, Milord. Seien Sie vorsichtig, Mann. Langsam runter. Soll ich dir nicht lieber helfen, Großvater? Du kannst dich auf mich stützen, wenn du willst. Mr. Hobbs hat sich auch immer auf mich gestützt, damals, als ihm der Kartoffelsack auf den Fuß gefallen war. Meinst du schaffst das? Freilich, Großvater. Ich bin sehr stark. Ich habe alle Jungen verprügelt. Du stützt dich auf einer Seite auf den Stock und auf der anderen auf mich. Na schön, wir können es ja versuchen. Stütz dich ruhig fest drauf. Ich gehe ganz langsam. Hab keine Angst, ich halte es schon aus. Wenn es nicht ein allzu langer Weg ist. Siehst du den Mann da auf dem Bild? Das war Sir Francis Errol. Für seine Verdienste im Krieg wurde er von König Heinrich dem VII. Zum Earl gemacht, mein Sohn. Er war furchtbar stark und konnte mit bloßen Händen eine schwere Eisenstange verbiegen. Wie es scheint, hast du seine Stärke geerbt. Meinst du? Ich glaube, so stark bin ich nicht. Ich kenne jemanden, der noch viel stärker ist als der Mann auf dem Bild. Mr. Hobbs. Er trägt 4 Kästen mit Limonade auf einmal. So, was du nicht sagst. Sehr interessant. Es ist warm, nicht? Im Sommer schwitzt man eben, da kann man nichts dagegen machen. Gütiger Himmel, was ist das? Ein Abschiedsgeschenk von Dick. Ist doch toll, nicht? Damit ich ihn nicht vergesse. Ich werde ihn niemals vergessen. Ja, das glaube ich dir gern. Bei dem Riesentuch. Dick ist ein prima Schuhputzer. Du würdest ihn bestimmt auch gern mögen. Ja, meinst du? Ja, sicher. Er würde dich nie betrügen oder dich verprügeln, wenn du schwächer bist als er. Sehr schätzenswert und außerordentlich beruhigend für mich. Danke. Was ist denn? Schmeckt dir die Suppe nicht? Oh ja. Ich habe mich bloß gewundert. Gewundert worüber? Hast du wirklich deine Krone nicht immer auf? Nein, sie steht mir nicht besonders gut. Mr. Hobbs dachte, du würdest sie immer aufhaben. Aber dann meinte er, du müsstest sie wahrscheinlich doch mal abnehmen, wenn du einen Hut aufsetzen willst. Ja, leider recht. Und im Bett trage ich sie selbstverständlich auch nicht. Du bist bestimmt sehr stolz auf dein Schloss. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Aber es ist ein bisschen groß dafür, dass nur 2 Leute drin wohnen. So? Du meinst, es ist zu groß? Ich habe nur gedacht, wenn nun 2 Leute drin wohnen, die sich nicht gut leiden mögen, die fühlen sich dann sicher sehr einsam. Glaubst du, dass wir beide uns gut verstehen werden? Ja, das glaube ich bestimmt. Du wirst sicher fast so ein guter Freund sein wie Mr. Hobbs. Mr. Hobbs und ich waren wirklich prima Freunde. Er war der beste Freund, den ich hatte, weißt du? Fauntleroy, woran denkst du? Ich muss immer an Schatz denken. Wer ist Schatz? Das ist meine Mutter. Ich stehe jetzt lieber auf und gehe ein bisschen hin und her. Das ist ein lieber Hund. Er ist mein Freund. Er kann mich verstehen. Was kann er verstehen? Komm mal her.
Weißt du, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt von zu Hause weg bin. Ich weiß nicht warum, man kommt sich mit einem mal so merkwürdig vor, wenn man bei jemand anders übernachten muss. Man möchte lieber wieder heim. Aber Schatz wohnt ja nicht sehr weit weg von mir. Daran werde ich eben immer denken. Und überhaupt, ich bin ja schon 9. Ich habe hier auch noch das Bild von ihr bei mir. Sieh mal, ich drück nur auf die Feder und mach es auf. Schon ist sie da. Du willst also sagen, du magst sie sehr, ja? Wundert dich das vielleicht? Sie ist doch meine Mutter. Hobbs und die anderen sind meine Freunde. Aber Schatz ist meine beste Freundin. Und weil Vater nicht mehr da ist, muss ich für sie sorgen. Wenn ich erwachsen bin, gehe ich arbeiten und für sie Geld verdienen. So, was willst du denn werden? Vielleicht werde ich Mr. Hobbs im Geschäft helfen. Oder ich werde vielleicht Präsident. Wir werden dich lieber ins Oberhaus schicken, hm? Warum nicht? Wenn ich nicht Präsident werden kann und wenn der Beruf was einbringt, mache ich's. Der Lebensmittelhandel ist sowieso ein bisschen langweilig. Das ist allerdings das Oberhaus auch, mein Junge. Aber in den Beruf steigt nun mal jeder Earl von Dorincourt ein. Ich werde morgen mit Schatz darüber sprechen. Gute Nacht. Und träume was Schönes. Guten Morgen, Thomas. Wo ist seine Lordschaft? Guten Morgen, Herr Pfarrer. In der Bibliothek, Sir. Und was da vor sich geht, sollte man nicht für möglich halten. Dann komme ich womöglich ungelegen. Was mache ich? Oh nein, er erwartet Sie sogar. Oh. Ach. Wieder nichts. Oh. Ja, sowas. Morgen, morgen. Ich habe eine neue Beschäftigung, wie Sie sehen. Können Sie Murmel spielen, morgen? Nun, ich bin schon ein wenig steif und nicht mehr gelenkig. Aber ich werde tun, was ich kann. Sehr liebenswürdig, morgen. Aber für heute machen wir Schluss. Das ist der neue Lord Fauntleroy. Fauntleroy, das ist Mr. Mordant, unser Gemeindepfarrer. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir. Ich mich auch. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen. Was haben Sie auf dem Herzen, Mordant? Machen Sie es kurz. Es geht um einen Ihrer Pächter, Milord, um Higgins von der Death Schwarm. Nevik hat ihm gesagt, dass er das Anwesen verlassen muss, wenn er die Pacht nicht bezahlt. Der Mann taugt nicht. Er ist immer im Rückstand mit seiner Pacht. Er hatte Pech, er war viel krank in letzter Zeit. Wenn man ihn wegjagt, muss der arme Mann mit seiner Familie verhungern. Genauso ging's Bridgets Mann. Ah, ich vergaß, wir haben ja einen Philanthropen hier. Komm mal her. Was würdest du in diesem Fall tun? Weißt du, ich würde ihm helfen, wenn ich reich wäre. Aber ich habe bloß noch 2 Pfund. Unsinn, du hast so viel du willst. Du bist jetzt Lord Fauntleroy und bist reich. Hast du schreiben gelernt? Ja, aber ich mache viele Fehler. Dann setz dich an den Schreibtisch und schreibe ein paar Zeilen an Nevik. Was soll ich schreiben? Du schreibst, Higgins bleibt, auch wenn er die Pacht im Moment nicht bezahlen kann. Oh. Unterschreib mit Fauntleroy. Meinst du, es wird so genügen? Geht es so? Ja, Higgins wird sehr zufrieden damit sein. Mr. Hobbs unterschreibt seine Briefe auch immer so. Und ich habe noch ein Bitte reingemacht. Ich glaube, Moment habe ich ein bisschen falsch geschrieben, hm?
Nun, es ist nicht genauso, wie es im Wörterbuch gedruckt steht, aber... Das habe ich mir fast gedacht. Mr. Higgins würde das kaum übel nehmen. Großvater, du bist der beste Mensch auf der Welt. Finden Sie nicht auch, Mr. Morden? Das werde ich Mr. Hobbs schreiben. Und was erzählst du ihm? Dass du prima bist, ein guter Mensch und überhaupt kein Tyrann. Und dass du anderen Leuten immer hilfst und sie glücklich machst. Und wenn ich groß bin, möchte ich genauso sein wie du. So wie ich. Dann nehmen Sie es mit, geben Sie es Nevik. Ich bedanke mich im Namen der armen Leute. Haben Sie vielen Dank, Milord. Bedanken Sie sich bei meinem Enkelsohn. Ich danke dir. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Darf ich jetzt Schatz besuchen, Großvater? Sie wartet bestimmt schon auf mich. Vorher geh aber noch in den Stall, da ist was für dich. Oh ja, im Stall? Sei mir nicht böse. Ich bin dir dankbar, aber ich werde es mir lieber erst morgen ansehen. Sie wird's kaum noch erwarten können, weißt du? Schon gut. Wir lassen die Kutsche vorfahren. Du bist also kein bisschen neugierig. Und wie? Ich platz fast vor Neugierde. Das lass mal lieber. Es ist bloß ein Pony. Oh, ein Pony! Und wem gehört es? Dir. Mir? Ja. Oh, das habe ich mir immer so gewünscht. Aber dass ich mal eins kriege, da wird Schatz sich sehr drüber freuen. Du schenkst mir alles, was ich will, stimmt's? Du willst es also nicht sehen? Freilich, ich möchte es gern sehen. Wo ich doch immer davon geträumt habe. Aber das Dumme ist, ich habe jetzt keine Zeit. Du musst deine Mutter jetzt besuchen. Und wenn du es einfach verschiebst? Unmöglich, wo sie den ganzen Vormittag an mich gedacht hat. Und ich doch auch immer nur an sie. So, hast du das. Dann Leute, bitte. Du brauchst keinen Stock. Du kannst dich beim Aussteigen auf mich stützen. Ich werde nicht aussteigen. Nicht? Willst du Schatz nicht sehen? Sie wird mich entschuldigen müssen. Und sag ihr, dass sie dir wichtiger war als dein Pony. Sie wird bestimmt traurig sein. Ich meine, weil du sie nicht besuchst. Das glaube ich nicht. Wir halten hier, wenn wir zurückkommen. Fahr weiter, Jeffrix. Er sollte sich schämen, den armen Jungen von seiner eigenen Mutter zu trennen. Die Köchin vom Pförtnerhaus hat Sarah gestern erzählt, sie wäre eine ganz reizende Lady, diese Mrs. Errol. Der Brief war von dem kleinen Gentleman eigenhändig geschrieben. Und auch mit seinem Namen unterzeichnet. Fauntleroy. Und zwar in Lebensgröße. So ein netter Penger. Ah, da kommt die Mutter. Sieh mal an, so ein hübsches, junges Ding. Guten Morgen, Lady. Guten Morgen. Guten Morgen. Was segnen Sie, Ma'am? Ich danke Ihnen. Guten Morgen. Guten Morgen. Seine Lordschaft kommt höchstpersönlich zum Gottesdienst. Das ist mal was Neues. Er bringt den jungen Lord mit, wie mir scheint. Da ist der junge Lord. Ich habe gehört, er soll seinem Vater sehr ähnlich sehen. Ach, es ist der Captain, wie er leibt und lebt. Siehst du, wie die Leute sich freuen, wenn du kommst? Nimm deinen Zylinder ab, sie verbeugen sich vor dir. Vor mir? Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Gott möge dich beschützen. Danke, Mister. Guten Morgen, Lord. Wirklich ein nettes Kind.
100 years ago. Shepherding of Israel. Was gibt's, Higgins? Oh, Sie sind Mr. Higgins? Ja, er wird sich wohl seinen neuen Gutsherrn ansehen wollen. Ja, Mylord. Ich habe gehört, seine junge Lordschaft hat bei Ihnen für mich gesprochen. Da wollte ich mich gern persönlich bedanken. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Worte dafür. Oh, ich habe überhaupt nichts getan. Sie müssen sich bei meinem Großvater bedanken. Sie wissen ja, wie gut er immer zu jedem ist. Geht es Ihnen wieder besser? Ja, ja. Langsam wird's wieder, vor allem seit ich jetzt weiß, dass ich auf meinem Anwesen bleiben kann. Meinem Großvater hat es nämlich furchtbar leid getan, dass es Ihnen so schlecht gegangen ist. Na, hören Sie es, Higgins. Ihr habt mich immer vollkommen falsch eingeschätzt. Lord Fauntleroy versteht mich besser. Und wenn ihr in Zukunft zuverlässige Auskünfte über meinen Charakter haben wollt, fragt nur ihn. Komm, steig in die Kutsche. Fehlt dir deine Mutter sehr? Ja, sehr. Sonst war ich den ganzen Tag bei ihr. Dir fehlt sie überhaupt nicht, nicht wahr? Ich kenne sie ja nicht. Ja, ich weiß. Und ich wundere mich, wieso das so ist. Sie hat mir gesagt, ich soll keine Fragen stellen, aber ich möchte doch wissen, warum... Du besuchst sie immerhin jeden Nachmittag. Was willst du mehr? Früher bin ich aber immer bei ihr gewesen. Wir konnten uns alles erzählen und mussten nie damit warten. Vergisst du sie nie für ein paar Minuten? Nein, nie. Dich würde ich doch auch niemals vergessen. Und wenn ich nicht bei dir wohnen würde, würde ich noch viel mehr an dich denken. Von früh bis spät. Ja. Ich glaube, du würdest das bestimmt tun. Er ist wie Sie, Mr. Hobbs. Überall beliebt. Wenn ich mir das vorstelle, so wie ich. Wir zwei waren ein Leben lang Freunde. Und den da kennt er erst ein paar Wochen. Das passt mir überhaupt nicht, dass ich wie ein Earl sein soll. Die haben ihn schön eingewickelt. Was meinen Sie, Und ob? Die haben ihre Schliche, die Aristokraten. Die wickeln ihn um den Finger, ohne dass er was davon merkt. Natürlich bloß für ihre Zwecke. So ein Mr. Sinal aus ihm machen. Ja. Er wäre ein großes Licht im Lebensmittelhandel. Ein großes Licht. Wissen Sie mehr über diese komischen Earls in Ihren Schlössern? Nein, sehr viel nicht. Nur, dass sie gemein und hochmütig sind. Da hat er einen prima Brief geschrieben. Man kann fast denken, dass er vor einem steht. Aber er wird nie wiederkommen. Schade, Mr. Hobbs. Er war so ein feiner Kerl. Nun ist er weg. Einsam? So schlimm ist es nicht. Wo wohnst du jetzt? Ach, ich habe mit zwei anderen Burschen ein Zimmer in der Pension. Die beiden kommen dreimal in der Woche besoffen heim. Hör mal, Dick, das ist aber nicht der richtige Umgang für dich. Du, ich habe doch das kleine Zimmer über dem Schuppen. Und ein Bett finden wir auch. Warum willst du nicht hierher ziehen? Es würde dich nichts kosten. Ist das wirklich Ihr Ernst, Mr. Hobbs? Sonst würde ich es nicht sagen. Juhu! Mensch, Mr. Hobbs, ich hatte meine gute Fee eigentlich hübscher vorgestellt. Ich bin wirklich neugierig auf dieses Wunderkind. Ich kann es auch kaum erwarten. Vielleicht hat er die berühmten Dorincourt-Augen. Ja. Haben Sie was gehört? Kommt die Mutter auch? Psst! Es heißt, dass man von ihr nicht sprechen darf. Genau. Ja, ja.
Guten Abend, Molyneux. Das ist wohl der Kleine. Ja, Constantia, das ist mein Enkelsohn. Fauntleroy, das ist deine Großtante Lady Lorridaile. Wie geht's dir, Großtante? Danke gut, junger Mann. Du bist wie dein Vater. Du musst wissen, ich habe ihn geliebt, das wäre mein eigenes Kind. Oh, du kanntest meinen Vater? Aber selbstverständlich, mein Junge. Dann musst du unbedingt Schatz besuchen, ja? Sie freut sich immer, wenn sie mit jemandem über ihn sprechen kann. Weißt du, sie kann immer nur mit mir über ihn reden. Und als Vater gestorben ist, war ich doch noch sehr klein. Sie will... Fauntleroy, das ist dein Großonkel, Sir Harry Lorridaile. Ah, wie geht's dir, Sir? Ich hab gehört, du bist ganz wild auf Pferde. Ich will's dir nur lieber gleich gestehen, Constantia. Du würdest es sowieso bald merken. Ich fürchte, ich werde seinetwegen noch zu einem alten Narren werden. Was heißt werden? Was ist übrigens mit der Mutter? Was denkt die von dir? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gefragt. Oh. Du musst bald mal zu uns rüberkommen und uns besuchen. Wir haben gerade Hundebabys. Das wäre doch ein hübsches Spielzeug für dich, hm? Oh, wirklich lieb von dir, Onkel. Aber Dougal würde beleidigt sein, wenn ich damit ankomme. Weißt du, er hat mich nämlich sehr gern und er wäre sicher furchtbar eifersüchtig. Du machst mir Spaß, aber wahrscheinlich hast du sogar recht. Hast du das mitgekriegt? Na, komm weiter. Das ist Miss Herbert Fauntleroy. Ich möchte, dass ihr gute Freunde werdet. Guten Tag, Miss Herbert. Guten Tag. Sie müssen auch meinen Dougal begrüßen. Er hat von mir gelernt, wie man die Pfote gibt. Gib Miss Herbert mal die Pfote. Tag, Dougal. Dougal ist ein Freund von mir. Willst du auch mein Freund sein, hm? Ja, sicher. Wenn du mich zur Freundin willst und Dougal einverstanden ist. Oh, der mag alle, die ich mag. Wie geht's deinem Hexenschuss, Fortescue? Hoffentlich besser. Danke der Nachfrage. Viel besser. Also wissen Sie, mein Lieber, ich kenne Dorincourt schon über 35 Jahre. Aber niemals hat er sich die Mühe gemacht, mich zu fragen, wie mein Befinden ist. Was wohl in den Gefahren sein mag. Sie kommen spät, Herr Bischof. Was hat Sie aufgehalten? Milord, es gibt Neuigkeiten, die dazu angetan waren, mich aufzuhalten. Neuigkeiten? Was für Neuigkeiten? Nicht jetzt, wenn ich bitten darf, später. The young May Moon is beaming love, the glowing lamp is gleaming love, how sweet to walk the mourner's grove, while the drowsy world is dreaming love. Then awake till rise of sun, my dear, the sage's grass will shun, my dear, for in watching the flight of bodies of life, he might happen to take thee for one, my dear. Bezaubernd, meine Liebe, ganz bezaubernd, das kleine Liedchen. Hat sie doch wirklich reizend gemacht. Hast du Musik gern? Ja, wenn du sie singst, gefällt sie mir. Verrätst du mir jetzt mal, warum du mich immer so anschaust? Weil du mir gefällst. Du bist sehr hübsch. Bravo, junger Freund. Wenn du erst älter bist, wirst du nicht mehr den Mut haben, das zu sagen. Warum? Das würde ich immer sagen. Finden Sie nicht, Gentlemen, dass sie schön ist? Uns ist es nicht gestattet, zu sagen, was wir denken. Lord Fauntleroy soll sagen, was er denkt. Und ich glaube, er denkt, was er sagt. Ich denke, du bist viel schöner als die meisten Frauen. Bis auf Schatz natürlich. Sie ist für mich die schönste Frau auf der Welt. Das muss sie auch sein. Ich werde dir erzählen, wie freundlich du zu mir warst. Weißt du, ich war noch nie auf einem Fest. Ich wusste nicht, dass man davon so müde wird. Oh, ich bitte um Verzeihung. Gute Nacht, kleiner Lord Fauntleroy. Träum was Schönes. Auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause. Mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Nun, Herr Wischem, was in aller Welt ist passiert? Es muss schon was Ernstes sein, wenn Sie sich so merkwürdig benehmen. Es ist wirklich ernst, Milord. Ich bringe Ihnen eine schlimme Nachricht. Vermutlich die schlimmste, die ich jemals überbracht habe. Was sehen Sie da bei den Jungen an? Sie blicken wie ein Unglücksrab auf ihn herunter. Hat Ihre Nachricht etwa was mit Fauntleroy zu tun? Ja, Milord, Sie haben recht. Und ich möchte rasch zur Sache kommen. Eben erfahre ich, dass es nicht Lord Fauntleroy sein soll, der auf dem Sofa liegt, sondern nur der Sohn von Captain Errol. Ihr wirklicher Erbe, der allein berechtigt ist, sich Lord Fauntleroy zu nennen, ist der Sohn Ihres ältesten Sohnes Bevis. Sie sind verrückt, Herr Wischem. Wo kommt der plötzlich her?
ist eine Lüge. Eine infame Lüge. Ich fürchte, nein. Wir müssen uns damit abfinden. In mein Büro kam heute Morgen eine Frau und hat behauptet, sie hätte vor 11 Jahren in London ihren Sohn Bevis geheiratet. Die Heiratsurkunde hatte sie mit. Das Kind wurde geboren, nachdem Bevis sie verlassen hatte. Sie hat es mit nach Amerika genommen. Ach, die ganze Sache ist ein ausgeklügelter Schwindel und die Frau eine Betrügerin. Ich fürchte, nein, Milord. Sie hatte auch die Geburtsurkunde mit. Sie ist echt. Die Frau ist nicht sehr gescheit, aber sie war so schlau, einen Anwalt aufzusuchen. Der hat ihr erklärt, dass ihr Sohn Lord Fauntleroy und der rechtmäßige Erbe ist. Sie fordert, dass sein Anspruch sofort anerkannt wird. Dagegen werde ich ankämpfen bis zum Letzten. Ich werde diesen Sohn von Bevis enterben. Ich will mit ihm und seiner Mutter nichts zu tun haben. Sie können ihn nicht enterben, Milord. Es gibt keine Möglichkeit, dem Kind des ältesten Sohnes die Erbschaft vorzuenthalten. Sie sagen also, die Frau wäre eine unwissende Person. Sie kann nur mit Mühe ihren eigenen Namen buchstabieren. Sie scheint mir sehr unerzogen zu sein und furchtbar geldgierig. Und ich, alter Querkopf, hatte etwas gegen seine Mutter. Das ist aber nun die Strafe dafür. Falls mir jemand gesagt hätte, ich würde mal ein Kind gern haben, ich hätte ihm nicht geglaubt. Ich habe Kinder immer verabscheut. Meine eigenen mehr als die anderen. Aber ihn habe ich gern. Und er mich auch. Merkwürdigerweise. Sie wissen, Herr Wischem, ich bin nicht beliebt. Ich war es niemals. Aber der Junge liebt mich. Er hat sich von mir nie gefürchtet. Und was wichtiger ist, er hat mir immer vertraut. Ich will Ihnen was sagen, Herr Wischem. Er wäre ein besserer Graf Dorincourt geworden. Ein besserer, als ich es war. Dem Namen Dorincourt hätte er Ehre gemacht. Sie haben geläutet, Milord? Ja. Tragen Sie Lord Fauntleroy in sein Zimmer. Was für ein Jammer. Wahrscheinlich hätte der Junge als Earl gute Figur gemacht. Nun bekommt mein Bruder die Strafe, die er verdient hat. Dieser bezaubernde Junge war das erste menschliche Wesen, das er jemals geliebt hat. Was meinst du? Wird er die Sache vors Gericht bringen? Er ist starrsinnig genug, um es zu tun. Dann wird er viel federn lassen. Zu so einem Prozess gehst du in deinen besten Sachen und kommst nackt und bloß wieder raus. Bei meiner Seele, Constantia, ich hätte mir nie träumen lassen, dass der alte Grieskram mir je leid tun würde. Wie wären wir glücklich gewesen, hätten wir einen solchen Jungen gehabt. Ja, dann wären wir beide jetzt nicht so allein, altes Mädchen. Jedenfalls, eines steht fest. Verliert der kleine Lord wirklich seinen Titel, verlieren wir den besten Freund, den wir je hatten. Ja, das stimmt. Und ich will dir noch was sagen. Wenn es soweit kommt, schnappt der alte Graf über. Er war so stolz auf den Bengel. Wie der immer war, hätte das kein Mensch für möglich gehalten. Mhm. Und dieses Frauenzimmer, das da plötzlich aufgekreuzt ist. Was die für freche Manieren hat. Nicht so laut, die Weibsperson ist doch oben. Da kommt der alte Earl mit Mr. Havisham. Oh. Bei Ihnen wohnt einer, die sich Lady Fauntleroy nennt. Ich möchte Sie sprechen. Ja, Milord, sie wohnt oben, wenn ich bitten darf. Herein. Der Earl von Dorincourt. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Milord. Bevis? Geh und gib deinem lieben Großvater die Hand. Behandelt man so seinen Enkelsohn?
Auch wenn Sie mich mit Ihren Blicken durchbohren wollen, Ihr Enkelsohn bleibt er doch. Moment. Ja, Milord, wir haben den Beweis dafür. Dieser Junge ist der Sohn des verstorbenen Lord Fauntleroy. Darf ich mich vorstellen, Milord? Joshua Snaith, Anwalt. Da wäre meine Karte. Mr. Havishams Bekanntschaft habe ich bereits gemacht. Lady Fauntleroy hat mir alle Beweismittel ausgehändigt. Und ich versichere Ihnen, Milord, wir werden damit erfolgreich sein, falls Sie mit der Sache vor Gericht gehen. Ich bin sicher, dass mir Mr. Havisham in diesem Punkt zustimmen wird. Darum möchte ich vorschlagen, dass wir die Angelegenheit auf einer freundschaftlichen Basis regeln. Freundschaftlich? Tja, Sie sehen doch, wie er mich anstarrt, als wäre ich Dreck. Mich, seine eigene Schwiegertochter. Ja, Ihr Sohn Bevis hat mich wirklich geheiratet. Und ein feiner Lump war er. Aber er war sein Vater, ich werde es beweisen. Lady Fauntleroy, versuchen bitte. Sie nicht, gegen mich zu kämpfen, es wird Ihnen nichts nützen. Sie sind nicht sehr beliebt bei den Leuten, das wissen Sie. Ich habe genug gehört von Ihrem hochmütigen Getue, mein Herr. Davon wird nicht viel übrig bleiben. Es sei denn, dass Sie von Ihrem hohen Ross heruntersteigen und Ihr eigenes Fleisch und Blut annehmen. Milady, ich erspare Sie nochmals. Den Mund. Ich werde vor nichts zurückschrecken. Ich schleife den Fall vor jedem Gerichtshof im Land. Die ganze Welt soll erfahren, was Sie für einer sind. Sie und Ihr sauberer Sohn Bevis. Mich einfach sitzen zu lassen mit seinem eigenen Kind in den Armen. Der Himmel weiß, wie ich damals gelitten habe. Und Sie starren mich und meinen Jungen an, als wären wir Abschau. Sie sollten sich wirklich schämen. Sie sagen, Sie sind die Frau meines ältesten Sohnes. Falls sich das als Wahre weiß, ist das Recht auf Ihrer Seite. Wenn es sich so verhält, ist dieser Junge da Lord Fauntleroy. Dann wird für ihn gesorgt werden. Aber vorher werden wir die Angelegenheit aufs Gründlichste untersuchen. Ich will noch hinzufügen, dass ich, solange ich lebe, nichts von Ihnen und Ihrem Sohn sehen will. Nach meinem Tod können Sie unglücklicherweise tun, was Ihnen gefällt. Das kann ich nicht verhindern. Ja, genau wie Sie habe ich mir die Person vorgestellt, an der mein Sohn Bevis mal hängen bleiben würde. Tja, Milord, ich glaube, da gibt es keine zwei Möglichkeiten. So sehe ich es jedenfalls. Was meinen Sie, Semple? Leider kann ich Ihnen nicht widersprechen. Gentlemen, das ist ungeheuerlich. Diese Person und dieser dumme Junge sind einfach unmöglich. Solch persönliche Antipathien zählen vor Gericht nicht. Sie haben mein ganzes Verständnis, Milord, nur... Was nützt mir Ihr Verständnis? Sie meinen also, wenn wir mit dem Fall vor Gericht gingen, dass wir den Prozess verlieren würden? Ja, ich fürchte es. Sie können diese Geburtsurkunde nicht einfach vom Tisch fegen. Vermutlich würden Sie in jeder Beziehung nur draufzahlen. Und die Sache würde öffentliches Aufsehen erregen. Wer weiß, der Junge entwickelt sich vielleicht besser, als Sie befürchten, Milord. Dieser Dummkopf! Dieser Lakritzenlutscher! Ja, der andere. Der ist richtig. Naja, ich muss mich wohl damit abfinden. Haben Sie vielen Dank. Ja, besten Dank. Auf Wiedersehen. Es ist der Earl, Madam. Der Earl höchstpersönlich. Ich lasse bitten. Habe ich die Ehre mit Mrs. Earl? Ja, ich bin Mrs. Earl. Ich bin Earl Dorincourt. Der Junge sieht Ihnen sehr ähnlich. Das hat man mir oft gesagt, Milord. Aber er ähnelt seinem Vater noch mehr. Ja. Er ist wie mein Sohn. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Vielen Dank. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich mir den höchsten und allerbesten juristischen Rat geholt habe. Es tut mir leid. Aber diese abscheuliche Frau und ihr Kind... Vielleicht liebt sie es ebenso, wie ich mein Kind liebe, Milord. Ihr Sohn ist Lord Fauntleroy. Meiner nicht. Sieht so aus, als hätten Sie recht. Vermutlich sind Sie nicht böse, dass Ceddie nicht Earl von Dorincourt wird. Es ist eine wunderschöne Sache, der Earl von Dorincourt zu sein, Milord. Gewiss, ich weiß es. Aber ich wünsche mir bloß, dass er so wird, wie sein Vater war. Tapfer und gerecht und zu jedermann ehrlich. Ein auffallender Gegensatz zu dem, was sein Großvater ist, ne?
Ich hatte bisher nicht das Vergnügen, seinen Großvater zu kennen. Aber wenn ich bedenke, wie mein Junge... Ich weiß, dass Sadie sie liebt. Würde er mich auch lieben, wenn Sie ihm gesagt hätten, warum ich Sie nicht empfange? Nein, das glaube ich nicht, Milord. Deshalb wollte ich auch nicht, dass er es erfährt. Es gibt wenig Frauen, die so gehandelt hätten. Ja, es stimmt. Sadie liebt mich. Und ich liebe ihn auch. Ich kann nicht sagen, dass ich vor ihm jemanden geliebt hätte. Vom ersten Augenblick an hat er mir gefallen. Ich bin ein alter Mann und hatte mein Leben mehr als satt. Plötzlich hatte ich was, wofür es sich zu leben lohnt. Mehr als das. Ich liebte ihn nicht nur. Ich war stolz auf den Burschen. Ich war glücklich, wenn ich mir vorstellte, dass er meinen Platz einnehmen wird. Als Haupt der Familie. Deshalb bin ich nun so unglücklich. So unglücklich. Bitte setzen Sie sich wieder. Sie müssen nach all dem sehr müde sein. Und Sie brauchen all Ihre Kraft. Vielen Dank. Wahrscheinlich habe ich Sie deshalb besucht, weil ich so unglücklich bin. Ich habe Sie gehasst. Ich war auf Sie eifersüchtig. Diese erbärmliche Angelegenheit hat mir die Augen geöffnet. Und nachdem ich diese abstoßende Frau kenne, die... war es mir ein Bedürfnis, mit Ihnen zu sprechen. Ich war ein starrköpfiger alter Narr. Und nicht nur das... Ich weiß, ich habe Sie schlecht behandelt. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil Sie wieder Junge sind und er so an Ihnen hängt. Genau wie ich an ihm. Seien Sie so nett zu mir, wie Sie können. Um des Jungen willen. Was auch passiert, für ihn wird immer gesorgt sein. Sadie wird alles bekommen, was er will. Jetzt und in Zukunft. Das verspreche ich Ihnen. Danke. Gefällt Ihnen das Haus? Oh ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist ein freundliches Zimmer. Darf ich wiederkommen und mit Ihnen über alles sprechen? Ja, so oft, wie Sie wünschen. Danke. Du hast schlimme Nachrichten für mich, stimmt's? Ja, die allerschlimmsten. Ich bin nicht mehr Lord Fauntleroy, nicht wahr? Habe ich recht? Leider. Sie hat gewonnen. Dann wird der andere Lord Fauntleroy. Er wird nun, was ich bis jetzt war. Er wird wohl nun dein Junge. Und mich wirst du wegschicken. Nein. Aber er muss doch jetzt im Schloss wohnen, wenn er Lord Fauntleroy wird. Nein, solange ich lebe, wird dieses Ball keinen Fuß ins Schloss setzen. Dafür werde ich sorgen. Dann bleibe ich trotzdem dein Junge? Ich meine, wenn ich auch kein Earl werde? Es bleibt alles, wie es war? Alles bleibt so. Du bist mein Junge, solange ich lebe. Manchmal glaube ich sogar, du bist der Einzige, den ich jemals gehabt habe. Wenn ich bleiben kann, macht mir die Sache mit dem Earl überhaupt nichts aus. Es ist mir wirklich... ganz gleich, ob ich nun ein Earl werde oder nicht, verstehst du? Ich hatte bloß furchtbare Angst, weil ich gemeint habe... Kein Mensch kann mich dir wegnehmen, mein Junge. Und du bekommst alles, was ich dir noch geben kann. Alles. Und Schatz? Werden sie ihr nicht das Haus wegnehmen wollen? Nein, nein. Sie können ihr gar nichts wegnehmen. Keinem von euch beiden, mein Junge.
So, nun wird's aber höchste Zeit zum Schlafen. Komm, leg dich hin. Gute Nacht, Großvater. Gute Nacht, mein Junge. Und der betagte Herr in seinem Schloss weigert sich, irgendeine Verbindung mit dem rechtmäßigen Erben aufzunehmen. Ah, das können wir bald sehen. Seit ein paar Wochen schreiben Sie denselben Quatsch. Steht nichts Neues über Sadie drin? Ja, hier heißt es. Für den falschen Anwärter bestehen wenig Aussichten. Wir nannten seinen Namen schon. Cedric Arrow aus Brooklyn. Mhm. Ich bin beschickert. Also wird er kein Earl. Sie haben es mal wieder geschafft. Ich denke, Sie haben was gegen Earls. Und ob? Sieht ihn ganz ähnlich. Den armen Jungen um seine Erbschaft zu bringen. Was wird jetzt aus ihm? Wenn alle Stricke reißen, kommt er eben wieder zurück und bekommt die Hälfte von meinem Schuhputzgeschäft ab. Nein, hör zu, Dick. Eigentlich hatte ich immer vor, mich mal mit ihm zusammenzutun. Er wäre eine große Leuchte im Lebensmittelhandel. Die neue Lady Fauntleroy war früher Schauspielerin. Unter anderem spielte sie in New York und London. Hm? Ach so, Fortsetzung Seite 5. Da ist ein Bild von ihr. Mich los, der Affe. Was ist? Hier, sehen Sie sich das an, das ist sie. Na und? Die ist nie im Leben eine Aristokratin, die kenne ich so gut wie Sie. Das ist Minna Bens Frau, damit Sie es nur wissen. Ja, bestimmt. Ja. Dann wäre die Frau ja eine Hochstaplerin. Ganz bestimmt. Ich bin beschickert. Sie war zwar schon mal verheiratet, aber sie hat bloß das Kind von Ben, sonst keins. Du meinst das, was Ben in Chicago suchen wollte? Na klar. Aber vielleicht hat sie noch ein Kind in England. Möglich wär's, aber glauben tue ich's nicht. Dann sollten wir irgendwas unternehmen. Genau, das machen wir auch. Wir sollten uns von jemandem beraten lassen. Schade, man müsste Bürgermeister Murphy kennen. Ich kenne ihn, er ist ein Freund von mir. Ja, ist das wahr? Ja, komm mit, wir besuchen ihn gleich. Diese Earls, die konnten uns Amerikaner nie leihen, weil wir eine Revolution gemacht haben. Ich hab die Bude satt. Was für ein Loch. Ich werd hier noch stumpfsinnig. Ewig hier eingesperrt, Woche für Woche und kein Mensch da, mit dem man reden kann. Sehr schmeichelhaft. Es war nicht schmeichelhaft gemeint. Und sehr dankbar. Sie bekommen ja schließlich Geld. Geschäft ist Geschäft, nicht wahr? Die habe ich auch, Dick, die Geschäfte. Ich möchte ein bisschen Spaß. Fahren Sie nach London, liebste Freundin. London? Tja, das würde einigen Leuten so passen. Dem alten Teufel da oben im Schloss könnte ich wohl keinen größeren Gefallen tun. Nein, da langweile ich mich lieber zu Tode in dieser blöden Dorfkneipe. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie schon weniger komfortabel gewohnt haben. Das geht Sie an den feuchten Dreck an. Sprechen Sie höflich mit mir oder ich schmeiße Sie raus aus dem Geschäft. Das würde ich nicht tun. Was wollen Sie damit sagen? Genau, was ich sagte. Ich würde es jedenfalls nicht versuchen, Minna. Für Sie immer noch Lady Fauntleroy. Haha. Ja, bitte. Oh, Earl Dorincourt. Das ist aber eine Überraschung. Es ist mir ein Vergnügen, Mylord. Wollen Sie nicht? Hallo, Minna. Nanu, guten Tag, Dick. Tag, Ben. Was willst du denn hier? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Kennen Sie sie? Mhm. Komisch, wenn es nicht täte. Schließlich war er mein zweiter Ehemann. Wo ist der Junge? Welcher Junge? Du weißt welcher. Tom, unser Kind. Oh, Ben. Aber du weißt doch. Hast du es etwa nicht gehört? Sag mir bitte nicht, es hätte dir niemand erzählt. Es war beidseitige Lungenentzündung. Nur 3 Tage und er war tot. Es brach mir das Herz. Ich wollte dir schreiben, aber ich wusste nicht, wo du warst. Wenn das wahr ist, wer ist dann der Junge, den du bei dir hast? Das geht dich nichts an, Ben Tipton. Kann ich ihn sehen? Nein. Warum sollte Mr. Tipton den Jungen nicht sehen dürfen? Hallo, Onkel Dick. Ich bin beschickert. Mami, warum kommt... Halt den Mund!
Ihr seid ein feines Paar. Reist mir hinterher, um mir nachzuspionieren. Was fällt euch ein? Ich hetz dir die Polizei auf den Hals, wie du es verdienst. Los jetzt! Komm her, Tom. Davon wusste ich nichts, Milord. Ich schwöre es Ihnen. Und die gefälschte Geburtsurkunde ist vom Himmel gefallen, wie? Aber ich schwöre Ihnen, Lassen Sie es gut sein, Havisham. Ich habe genug gehört. Schon viel zu viel. Und je früher die beiden verschwinden, umso besser. Kommen Sie. Ich bringe euch alle vor Gericht wegen Verfolgung und Raub. Ja, Raub, das ist es. Oh, ihr. Das hier ist wohl so eine Art Museum, Milord. In diesem Museum wohnen wir, Mr. Hobbs. Das sind die Bilder meiner Vorfahren. Die Schwestern Ihrer Tante? Oh, so viele? Ich bin beschickert. Ihr Großonkel, ja? Ja. Was für eine riesige Familie. Wie bekommt er die alle satt? Ich meinte, die Bilder stellen verstorbene Mitglieder meiner Familie dar. Ja, so. Wissen Sie, Earl, ich war immer schlecht zu sprechen auf Ihre Aristokratie, aber das hat sich nun geändert. Zum Beispiel Sie. Sie sind zwar ein Earl, aber ein guter Kerl. Ich bin zutiefst gerührt. Der war ganz flott, was? Ja, deshalb plagt mich jetzt die Gicht, Mr. Hobbs. Oh. Und das waren alles richtige Earls. Und so einer wird nun mein Zenny. Und dann ist das ja alles seins. Ja, und er wird es wert sein, Mr. Hobbs, nicht wahr? Oh ja, das will ich meinen. Nichts wie Earls. Soll ich Ihnen was sagen? Fast wünsche ich mir, ich wäre auch einer gewesen. Eine Rede, eine Rede! Oh, alles Gute! Ein langes Leben! Haben Sie vielen Dank. Ist das nicht ein wunderbarer Tag? Ich feiere immer gern Geburtstag. Aber diesmal ist es besonders schön, weil Sie alle so freundlich zu mir sind. Ich war eben im Dorf und habe die neuen hübschen Häuser besichtigt. Habe ich recht? Sie sind wirklich viel hübscher als die alten. Ich mache jetzt Schluss, weil ich kein besonders guter Redner bin. Aber das muss ich Ihnen noch sagen. Ich find's prima, dass Ihnen mein Geburtstag gefällt. Ein famoser junger Bursche. Ist er nicht klasse? Ich wette, Ihr Vögel macht ihn noch zum König. Ich wusste nie, dass der Bengel so gut reden kann. Er spricht fast besser als Bürgermeister Murphy beim Jupiter-Herzblatt. Ich bin beschickert. Hm? Auf dich wartet noch eine Überraschung, Sadie. Ich bekomme noch was? Du hast mir doch schon so viel geschenkt. Ja, aber das ist das Beste von allem. Oh! Oh, Schatz! Du kommst mich besuchen? Ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich habe mir so gewünscht, dass du dabei bist. Nun bin ich ja da. Fauntleroy, deine Mutter wohnt ab heute bei uns im Schloss. Du bleibst hier? Sie wohnt immer bei uns, ja? Und Sie sind sicher, dass Sie es wirklich wollen? Ich hab's immer gewollt. Ich habe es mir bloß nie eingestanden. Lieber Mr. Hobbs, wie schön, dass wir Sie bei uns haben. Und wie schade, dass Sie bald wieder wegfahren werden. Keine Angst, Ma'am. Ich bleibe nicht dort. In Amerika lebt es gut, wenn man beweglich ist und jung. Aber mir fehlt dort eines, dass es keine richtigen Damen gibt und vor allem keine Earls.